Ja, dann herzlich willkommen aus dem Thomas Sportcenter 2 hier auf der Kettelsdorfer Straße, ein Eishilfenpartner, und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Zwei Spieler, Dominik Grafentin und Sebastian Zauner, sind hier zu Gast und neben mir auch die beiden Geschäftsführer vom Thomas Sportcenter, zum einen Falk Noack, zum anderen Lars Weber. Und wir wollen natürlich bei den beiden mal nachfragen, was es im 20. Jubiläumsjahr vom Thomas Sportcenter für Neuerungen gibt. Und da fangen wir direkt mal mit dem Raum an, wo wir gerade stehen, ja. Falk. Wir sind ja nämlich im Raum für das Defineo. Wir lesen es hier hinten, EMS-Training. Und wir wollen natürlich von dem mal wissen, was kann man sich darunter vorstellen? Also einmal ist Defineo unser Name, ist ein Kunstname, den haben wir erfunden oder erfunden lassen. Und dahinter verbirgt sich EMS-Training, kabellos mit der Firma Wefi. Und mit diesem kabellosen Training kann man die Muskulatur innerhalb kurzer Zeit von 15 bis 20 Minuten effektiv trainieren. Man hat da sehr schnelle Erfolge, vor allen Dingen, wenn man Probleme hat mit bestimmten Muskelgruppen oder Gelenken, kann man die entsprechend ansprechen und vor allen Dingen Zeit sparen. Zeit sparen ist der Slogan, ne? Unser Sebastian Zauner hat das gerade probiert. Jetzt ist natürlich die Frage, kann das jeder, kann das auch ein Einsteiger oder muss man irgendwelche Grundvoraussetzungen mitbringen, um EMS-Training durchführen zu können? Es kann jeder, also vom Freizeitsportler bis zum Profi ist jeder dazu in der Lage. Natürlich muss man dazu sagen, wenn gesundheitliche Probleme vorliegen, sollte man seinen Arzt fragen, und nicht beim Herzschrittmacher, sollte man es auch lassen. Jetzt haben wir Sebastian Zauner gerade in so einem wunderschönen Anzug gesehen. Wenn man jetzt zum Training kommt, welchen Prozess durchläuft man dann? Was muss man tragen und ja, was sollte man mitbringen oder was wird von euch gestellt? Zum Training braucht man eigentlich nur Turnschuhe. Man kommt hierher, meldet sich an, geht in die Umkleide. Man erwirbt vorher eine Unterwäsche, die macht man in der Umkleide nass. Diese nasse Unterwäsche zieht man an, bekommt dann hier in den Raum rein, bekommt den Anzug angezogen mit dem Trainer zusammen und dann geht's schon los. Ja, ganz einfach. Also kann tatsächlich wirklich auch jeder machen, jeder versuchen. Das ist eine Neuerung, die es gibt hier im Thomas Sportcenter 2 auf der Kesselsdorfer Straße. Aber es gibt ja 20 Jahre das Thomas Sportcenter in Dresden überhaupt. Angefangen hat alles mal mit einem kleinen Studio in der Dresdner Johannstadt. Und mittlerweile haben wir mehrere Studios, auch eins in Pieschen auf der großen Heinerstraße, nämlich das Thomas Sportcenter Nummer 3. Und das wird gerade umgebaut, Lars. Vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Ausblick geben. Was wird dann ab Mitte Dezember zur Verfügung stehen? Was wird neu sein? Was sind die Dinge, die ihr euch überlegt habt für eure Kunden im Thomas Sportcenter 3? Also wir werden den Servicebereich, den Eingangsbereich komplett umbauen, sodass dann eine schöne Fitness-Lounge entsteht und sich die Leute dann vorher und auch nachher nochmal hinsetzen können. Wir werden den Gerätebereich vergrößern, mit innovativen Geräten bestücken. Die werden dann allerdings erst in den ersten beiden Monaten 2017 geliefert. Bis dato kann man dann an den alten Geräten das Training noch genießen. Wir werden auch unseren Wellnessbereich komplett umbauen und auch mit ein paar Dingen neu ausstatten, die ich jetzt noch nicht verraten werde. Wir werden einen kompletten neuen Raum für funktionelles Training anbieten, wo man wirklich dann sein eigenes Körpergewicht spüren kann und Trainingserfolge erzielen kann. Ja, dann erstmal das zum Thomas Sportcenter 3. Du hast schon gesagt, Überraschungen wollt ihr euren Trainierenden, euren Kunden noch lassen. Eine Überraschung gibt es auch, was das Logo betrifft in diesem Jahr. Im 20. Jahr habt ihr euch überlegt, wir machen mal alles ein bisschen neu, nicht nur in den Studios, sondern auch beim Logo. Was hat es damit auf sich und warum gibt es diesen Logowechsel? Wie gesagt, wir hatten in den letzten 20 Jahren immer mal wieder drüber geredet, dass dieser 90er-Jahres-Style, wie innovativ ist das noch oder wie zukunftsweisend ist das noch? Erreichen wir damit unsere komplette Zielgruppe? Ist das Logo praktisch im Alltag verwendbar, was die Farben betrifft, was die Form betrifft? Und diesen Anlass, dass wir 20 Jahre jetzt am Markt sind, wollten wir dann nutzen, einfach um uns für die Zukunft, zukunftsweisend, halt modern aufzustellen. Ja,
dann freuen wir uns auf das neue Logo, auf das neue Thomas Sport Center 3 und natürlich auch auf das besondere EMS-Training kabellos hier auf der Kesselsdorfer Straße im Thomas Sport Center 2. Und wir freuen uns natürlich als Dresdner Eislöwen, dass das Thomas Sport Center seit Saisonbeginn auch Partner der Eislöwen ist und ja, dass wir diese Kooperation auch leben können. Vielen Dank an dieser Stelle und viel Erfolg allen Trainierenden, die sich hier beim Training versuchen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Sebastian Zauner, der hat gerade sein Bestes gegeben hier beim EMS-Training und wir wollen natürlich von dir wissen, wie war es so, der erste Eindruck? Also war super, fühlt sich gut an, ich glaube, das können wir öfters machen. Was ist das Besondere? Beschreib mal, was passiert da im Körper oder mit dem Körper, wenn dich diese leichten Stromschläge treffen? Also die Muskeln kontrahieren sehr stark, also man kann es auch einstellen und auch ohne Bewegung, auch wenn man nur dasteht, spürt man das. Hast du sowas Ähnliches irgendwann schon mal gemacht? Gibt es was Vergleichbares, womit man das beschreiben kann mit dem Gefühl? Also gemacht habe ich das noch nicht, aber ich denke, das werde ich jetzt mal öfters machen. Vom Anstrengungsprozess her, von der Anstrengungsstufe her, wo würdest du es einordnen? Gerade nach so einem Mannschaftstraining, was ihr heute Morgen hinter euch gebracht habt, bietet sich das da an und wie lange hältst du das tatsächlich durch? Ja, wir hatten jetzt nur, weiß nicht, 5 Minuten haben wir gemacht gemeinsam. Also Muskelkater vom Training heute war schon noch da, habe ich dann doch noch gespürt. Aber ich denke, das kann man schon mal machen. Dann fragen wir mal beim Trainer nach. Thomas, du hast den Sebastian gerade angeleitet. Wie hat er sich geschlagen so für den ersten Eindruck? Was hast du, wie schätzt du ihn ein? Ist er ein Kandidat für regelmäßiges EMS-Training? Das auf jeden Fall. Ich denke, wenn er die Leistungssteigerung vielleicht noch ein bisschen fürs Training vollziehen möchte, wäre es optimal, ne? Und man muss natürlich ruhig erstmal anfangen. Man muss den Kunden ja auch erstmal an den Strom gewöhnen, wie das auch wirklich ist. Und hat sich super geschlagen, ne? Und ich hoffe, dass ich ihn heute öfters hier sehe. Hast du schon Erfahrungen sammeln können? Hast du schon Einsteiger betreut? Vielleicht auch jetzt mal einen Profisportler? Kannst du sagen, wie man da unterschiedlich rangeht an das Trainingsthema? Ja, na klar. Also ich würde auch mit einem Einsteiger vielleicht auch erstmal mit so einem Wohlbefinden eher beginnen, mit so einem Programm. Natürlich mit einem Profisportler kann man dann schon vielleicht funktionell eher arbeiten oder mit einem Muskelaufbauprogramm. Und wir haben jetzt die letzten 6 Wochen hier schon Erfahrungen gesammelt, unter den Mitarbeitern, mit verschiedenen Kunden und das Feedback war einfach klasse. Warum würdest du es empfehlen? Was sind deine Vorteile, die du weitergibst an deine Kunden? Ja, es ist auf jeden Fall zeitsparend, sehr effektiv, ne? Dann es ist kabellos, was wir jetzt der Hauptterm für hier war. Also man kann aufs Laufband gehen, man kann mit dem Fahrrad fahren, man kann seine Übungen auf dem Boden machen. Und man hat halt zum normalen Training natürlich auch ungefähr so, würde ich sagen, wenn man es regelmäßig macht, ordentlich jetzt für die Leistungssportler einen unwahrscheinlichen Leistungsschub auch zum normalen Training. Mhm. Klingt sehr interessant. Der Thomas ist einer der Trainer. Es gibt mehrere hier im Thomas Sport Center 2. Und ja, ihr freut euch sicherlich über Kundschaft. Und wir werden mal schauen, dass wir den einen oder anderen Spieler hier regelmäßig vorbeischicken.